Heute bei uns im Studio völlig wilde Musiker. Sagt allein schon ihr Name, die verrückte Kapelle. Und so sind sie auch auf der Welt und auf der Bühne unterwegs. Wild, spritzig, mitreißend, leidenschaftlich rollen sie es querfeldein von Southwest via Bavaria to Occident, ein bisschen Balkan, Klezmer, Polka, Swing, Tango. Ja, dann sind sie bei A verrückte Kapelle goldrichtig. Denn mal zärtlich, mal furios, mal leidenschaftlich, mal bitter, mal süß, melancholisch, mal ganz verrückt, spielen sie in ganz Bayern auf. Und jetzt spielen sie bei uns auf live die verrückte Kapelle mit Usti Usti Baba. Und dann freuen wir uns jetzt einmal, die Hauptprotagonisten dieser Kapelle bei uns begrüßen zu dürfen. Freddy, Engel und wo ist er? Wofür verschwindet er denn jetzt? Jetzt ist er fort. Ich hoffe, er kommt jetzt und bringt die Christel gleich mit. Ich habe unsere Zuschauer beobachtet, da haben einige ganz eifrig mitgewippt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Bitte sehr. Die Dame nehmen wir in die Mitte, glaube ich. Wie der Name schon verrät, habt ihr nichts miteinander zu tun, außer der Musik, oder? Das stimmt nicht ganz. Da ist noch mehr. Ist ein bisschen mehr. Knapp daneben. Verheiratet, durch die Musik kennengelernt? Nein. Nein? Nein, oh. Durch die Kunst. Durch die Kunst. Ist ja ähnlich gelagert, gell? Ist ähnlich, genau. Wir müssen ganz kurz mal nach eurem Nachnamen erstmal über den Namen der Komposition der Kapelle sprechen. Verrückte. Schreibt mal F-A-R-Y-K-T-E. Genau. Woher kommt das? Also verrückt. Ja, das war kein Versprecher von mir. Woher kommt das? Aus dem Jiddischen. Mhm. Aber hat auch eine Referenz zum Bayerischen. Ja, klar. Verrückt.
ist relativ leicht zu übersetzen. Wieso zum Jüdischen? Was verbindet euch damit? Oder ist das ein Einfluss in eure Musik? Ja, absolut. Ja? Wir spielen viel Klezmer-Musik. Also das war jetzt ein Zigeunerstück. Da ging es um eine verunglückte Hochzeit. Das war nicht eure. Nein, auch mit uns war nichts zu tun. Wir spielen aber sehr viel Klezmer-Musik und das hat mich immer sehr beschäftigt, eigentlich schon als Jugendlicher. Wie ist es mit der Musik, diese ganzen verschiedenen Einflüsse, die ihr dann in eure Musik reinlaufen lasst? Ist das schwierig? Also das zu dem Namen, die verrückte Kapelle, wir haben ja wahnsinnig lange nach einem guten Namen gesucht und geforscht, bis der Freddy auf dieses verrückte Kapelle kam, was für uns auch für die Freiheit des ganzen musikalischen Spektrums steht, für das wir auch stehen wollen. Also wir sind Liedersammler, sagst du immer so schön. Yeah. Und wir stehen auch dafür, dass wir ganz individuell und nach unserem eigenen Geschmack schöne Melodien, die unsere Herzen bewegen. Also dass wir auch Stücke spielen, die uns einfach gefallen, die wir sammeln. Oft auch traditionelles Material, mit dem wir umgehen, was wir bearbeiten oder neu vertexten. Und ihr seid damit viel unterwegs. Und uns auch gar nicht so festlegen wollen auf, also jetzt nur Klezmer oder... Wir sind schon unterwegs, ja. Ja, ja. Würde ich auch gerne ein bisschen was ankündigen. Auch speziell, gell? Auch speziell mit einem Tourbus, VW-Bus oder sowas. Was ja, auch irgendwas. Ja, ja, ja. Da tourt ihr durch Bayern, durch Deutschland und dann steigt er auch mal aus und macht ganz spontan an der Bordsteinkante ein Konzert. Ist es so? Manchmal auch Italien. Oder Italien. Ja, wir fahren gerne mit dem VW-Bus rum und das ist tatsächlich wirklich das Tolle, dass wir als Paar das machen natürlich. Wir können einfach irgendwo aussteigen oder irgendwo mal spontan wo spielen. Da haben wir auch schon viel tolle Bekanntschaften gemacht. Unspontaner ist am Wochenende, da seid ihr in Habach, das ist fest geplant. Am Freitag. Und nächste Woche dann die Balkantage in München. Was darf man da darunter vorstellen? Also das ist ja ein Festival, knapp eine Woche Programm mit musikalischen Darbietungen, mit Kino, mit Vorträgen. Und wir spielen die Abschlussparty im Einstein Kultur am Donnerstagabend. Genau. Und dann haben wir uns noch eins rausgesucht, nämlich im Gasteig gibt es auch noch was. Genau, die Lange Nacht der Musik spielen wir auch am 6. Mai. Juni. Und ich bin mir sicher, die Leute werden... Ich weiß schon, im Mai habe ich doch gesagt. 6. Mai, okay, Entschuldigung. Und ich bin mir sicher, da werden... Ja? Wir wollen noch was, also die... Schnell. Klezmertage, Freisinger Kulturkeller. Genau, am 7. Okay. 4. nächste Woche. Dann sind wir ja super informiert über euch.